Wir haben eigentlich gute Sachen gemacht, jetzt nicht so total schlimmen, billigen Investorenbau, aber auch da ging es im Endeffekt nur um möglichst alles ausnutzen, ausreizen, dass am Ende die Kohle stimmt, so für den Bauherrn, für die Investoren. Und das war ein bisschen frustrierend einfach. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Architekten, der heute Letterpress-Drucker ist. Queraussteiger Gerrit Baumann. Es gibt ja ein paar Studiengänge, mit denen ich selber mal geliebäugelt habe. Darunter dann war tatsächlich mal Architektur. Das, man denkt ja so ganz romantisch, so man erschafft irgendwas für die Ewigkeit, oder so für die romantische Vorstellung. Und das Studium dauert ja jetzt auch relativ lange. Deswegen interessiert es mich natürlich brennend, warum jemand, der sich das Studium komplett bis Diplom gegeben hat, dann noch einen Job als Architekt gefunden hat, warum man das denn nach einigen Jahren komplett hinschmeißt, um mit historischen Druckmaschinen eine Letterpress-Druckerei zu gründen und bis dahin erfolgreich zu führen. Und wie der Zufall so spielt, sitzt hier heute genau jemand, der das gemacht hat. Ja, willkommen, dass du da bist. Gerrit Baumann. Moin. Genau, ich fange immer so ganz simpel, ganz vorne an. Warum hast du eigentlich denn mal Architektur studiert? Also das, ja, das war halt irgendwie schon so, während der Schulzeit dachte ich, wollte ich das schon lange machen. Eigentlich war es so, studieren, Architektur, das klingt super. Das war irgendwie, da stand auch gar nicht so viel zur Debatte für mich zur Auswahl. So. Und dann habe ich Abitur gemacht, musste glücklicherweise auch nicht zur Bundeswehr, auch keinen Zivildienst machen und habe sofort nach der Schule tatsächlich angefangen zu studieren. Ach, direkt Architektur? Und direkt, genau. Also ich habe dann Glück gehabt, auch sofort einen Studienplatz zu bekommen hier in Hamburg und habe die quasi so wirklich direkt, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 19, angefangen, Architektur zu studieren. Ja, also direkt nach der Schule. Aber warum genau? Also warum ich Architektur studieren wollte? Ja. Naja, schon natürlich, was du meinst, so diese romantische Vorstellung, man baut coole Sachen, so, ne, also so designy Sachen entwerfen, das ist schon irgendwie, diese romantische Vorstellung gibt es ja nach wie vor auch noch. Das ist vielleicht auch eher dann eine romantische Vorstellung. So. Aber das Studium war super toll. Also ich habe da irgendwie, ich habe an der Kunsthochschule hier in Hamburg studiert, an der HFBK. Und das war also wirklich ein schönes Studium. Sehr langwierig. Es war bei mir noch langwieriger als eh schon. Ich habe so ein, was an der HFBK, hier an der Hochschule für Bildende Künste, auch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals war es so, da gab es viele Leute, die sozusagen über die Regelstudienzeit hinaus studiert haben. Ich auch. So, das war auch eine ganz gute Zeit. Und also es war schon sozusagen die Architektur zu studieren war schon immer dann irgendwie ein Traum und dann ist es relativ problemlos auch quasi in Erfüllung gegangen, da studieren zu können. Wie lange hast du da studiert denn? Oh, das mag ich gar nicht sagen. Ich habe es verdrängt, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich weiß, die Regelstudienzeit waren 10 Semester, 5 Jahre. Ah, doch. Also wenn das schon die Regelstudienzeit ist. Genau, das war die Regelstudienzeit. Und dann, ich habe glaube ich eher so 15 oder so, nicht Jahre, sondern Semester gebraucht. Aber okay. Ich habe auch zwischendurch andere Sachen dann gemacht. So. Was denn? Also, nee, ich habe während des Studiums gearbeitet und dann halt auch mal mehr gearbeitet. So, tatsächlich, ich habe in Architekturbüros gearbeitet und oder eigentlich hauptsächlich in einem, wo ich dann später auch als Architekt gearbeitet habe, nach dem Studium. Ach so. Aber dann habe ich halt auch so, das war ne, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, so Web-Hype, habe ich halt in einer Webagentur gearbeitet. Und das war halt, das hat mich sozusagen auch, das war so ein, das habe ich im Nachgang dann gedacht, das ist irgendwie so alles eins gewesen. So, ne? Architektur studieren, dann so in die Grafik reingucken, Webdesign. Das hast du dir dann selber beigebracht. Genau, das war so die Zeit damals. Ne? So, da hat man sich das irgendwie so selber beigebracht. Hat ein paar Bücher gelesen und war sofort Fachmann halt irgendwie. Ne? Ist ja gefühlt heute ähnlich. Ja, ja. Ja, was war so das Interessanteste am Studium? Puh, kann ich gar nicht mehr so sagen.
Also das war ja an der Kunsthochschule zu studieren, war also ja, ich kann das Lächeln zeichnen. Nee, es hat viel Spaß gebracht. Und ich hätte, glaube ich, man hätte da noch viel mehr machen können, denke ich jetzt so im Rückblick. So. Wir haben da viel gemacht, die haben tolle Werkstätten da gehabt oder haben sie immer noch, wo man irgendwie Sachen machen konnte. Holzwerkstatt, auch eine Druckwerkstatt, da habe ich aber nie was gemacht. Also in der Holzwerkstatt habe ich schon gearbeitet, aber da gab es super viele Möglichkeiten. Und im Nachgang denke ich so, oh, hätte ich da noch mehr machen können. So. In der Druckwerkstatt? Zum Beispiel auch in der Druckwerkstatt, ja. Da habe ich mich nie aufgehalten. So, aber die gab es. Das ist ja ganz lustig. Ja. Dann bist du direkt da in dieses Architekturbüro, das du dann übernommen worden, als du dann fertig warst. Ja, also übernommen worden. Aber ich habe da als Student schon gearbeitet. Da habe ich dann eher so als so Werkstudent gearbeitet. Und dann nach dem Studium habe ich da sozusagen als angestellter Architekt gearbeitet. Und wie ist das gewesen? Das war einerseits war es natürlich ganz cool, so nach dem Studium das erste Mal so richtig Geld zu verdienen, ist ja irgendwie immer super. So. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch mit dieser romantischen Vorstellung des Architekten aufgeräumt. Das wusste ich vorher natürlich schon, dass das nicht nur so ist, der Architekt, der sitzt und skizziert mit dem dicken Bleistift irgendwie und dann wird das coole Museum gebaut. Das ist natürlich eigentlich, gibt's das kaum. Also ganz klein bisschen gibt's das, aber kaum. Und wie ist es wirklich? Ja, meistens war es, wir haben so, also mein Chef damals, der war ein wirklich netter Typ, ich habe mich auch sehr gut mit dem verstanden, aber der war schon einen Tag älter und hatte auch nicht mehr so diesen Ultra-Biss, muss man sagen. Der hatte nicht mehr so diesen bis dem Bauherrn gegenüber zu sagen, so, wir machen das jetzt aber so, sondern wenn der Bauherr gesagt hat, wir brauchen jetzt aber zwei mehr Tiefgaragenstellplätze, wurde alles umgeworfen, um zwei mehr Tiefgaragenstellplätze einzubauen, weil in der Architektur geht es eigentlich hammermäßig ums Geld. So. Das Bauen ist ultra teuer und wenn man da dann irgendwie mit einem Tiefgaragenstellplatz irgendwie 50.000 Euro erlösen kann, mit 10 Tiefgaragenstellplätzen 500.000 Euro, sind das eine 500.000, dann wird das gemacht. Und wenn es nachher scheiße aussieht, egal. So, und das war eigentlich so ein bisschen das Thema, das mich nach ein paar Jahren eigentlich so genervt hat, dass es immer nur ums Geld ging. Wir haben eigentlich gute Sachen gemacht, jetzt nicht so total schlimmen, billigen Investorenbau, aber auch da ging es im Endeffekt nur um möglichst alles ausnutzen, ausreizen, um dass am Ende die Kohle stimmt, so für den Bauherrn, für die Investoren. Und das war ein bisschen frustrierend einfach. Ja, ja. Kann man nicht anders sagen. Da zumindest mit einer künstlerischen Zielsetzung rangeht, sag ich mal. Ja, und die hatte mein Chef auch. Das ist, also der hatte schon auch einen Anspruch, aber irgendwie, ja, war das so ein bisschen, es ist halt immer weniger geworden, glaube ich, bei ihm. Und das hat mich dann einfach genervt. So. Ja, ja. Das hat ja mal, sag mal, es hat ja hat mal eine Präsentation gemacht, dass weltweit alle Gebäude heutzutage komplett gleich aussehen. So früher hatte sich jeder Kontinent so einen gewissen Stil. In China halt geschwungener, in Deutschland gab es irgendwie Fachwerk, es sah alles irgendwie immer, in den USA war es so Holz. Und heute ist es weltweit die gleiche Metallglas-Boxform. Ja, das stimmt natürlich eingeschränkt. Kann man das so sagen? Es stimmt vielleicht im Detail nicht so, aber naja. Das ist ja die maximale Ausreizung dann. Ja, genau. Es ging halt immer nur irgendwie so um wirtschaftliche Faktoren. Und weil den Investoren, unseren Bauherren, denen war es eigentlich egal, wie es am Ende aussieht. So. Das war den Latte. So. Hauptsache, die Kosten stimmten und nachher sozusagen die Rendite stimmt. Hatte die aber auch eine komische Kundenstruktur, oder? Also es soll ja, es ist ja auch Kunden geben, die... Klar, gibt's die. Ja, ja. Genau, gibt's die, aber das sind natürlich wenige Leute so. Ne? Also so Privatleute gibt's auch, die sich irgendwo eine Villa hinbauen lassen. Gibt's ja, aber das ist natürlich super wenig. Also die meisten Sachen, die gebaut werden, das sind ja heute, also vor allem größere Gebäude, das sind irgendwelche Investorengesellschaften, Fonds, wie auch immer. Ja. Und denen geht's um Rendite so. Und das soll dann okay aussehen, aber alles andere ist denen eigentlich egal. Wie sieht denn da der typischer Arbeitstag aus? Also du kommst morgens hin und? Och, keine Ahnung. Schlechten Bürokaffee trinken, das war bei uns.
Nee, also ich hatte schon, muss ich sagen, also ich habe direkt mit meinem Chef zusammengearbeitet. So. Das war ein ursprünglich ein sehr, sehr großes Büro, in dem ich gearbeitet habe als Student, so eines der großen in Hamburg. Und dann hat sich das so ein bisschen zerteilt sozusagen. Die Partner haben sich so ein bisschen ihr Büro aufgeteilt aus Gründen, nach Jahrzehnten. Das war eigentlich ein angenehmes Arbeiten. So. Aber es war halt auch immer das Gleiche. Also, ja, aber was war das Gleiche? Na, wir haben halt irgendwie ein paar Projekte bearbeitet. Ja, aber was? Also sag mal richtig, wie wenn ich jetzt Lust habe, das zu studieren. Also. Also zu der Zeit habe ich da ein Hotel bearbeitet, entwickelt, entworfen, geplant. Ein Hotel in Lübeck, in der Altstadt. Ja. Eigentlich ein ganz schönes Projekt. So. Auch so ein Vier-Sterne-Hotel. So. Ja. Also es war okay und ich habe da alles dran gezeichnet, mit Kollegen so, aber das war eigentlich ganz schön. Aber ja, dann aus den Gründen sozusagen, die ich vorhin genannt habe, war es dann doch auch irgendwie auf Dauer langweilig. Aber jetzt, ich versuche gerade den Arbeitstag irgendwie rauszukristallisieren. Also du kriegst einen Auftrag irgendwie für eine Etage oder so. Genau, naja, diese Projekte, die laufen ja über Jahre. So, das ist, das heißt, der Investor, der bewirbt sich um ein Grundstück oder der hat schon ein Grundstück gekauft. In diesem Fall weiß ich nicht mehr, wie es war. Und dann stand da irgendwie ein Gebäude drauf. Das muss dann geplant werden, das abzureißen. Und dann haben wir einen Entwurf gemacht für dieses Hotel. So. Und dann gibt es immer natürlich so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Milestones. Okay, muss ein Vorentwurf da sein, den muss man dann mit der Stadt abstimmen. Und dann wird es immer weiter entworfen, bis nachher die Details entworfen sind und bis es dann nachher gebaut wird. Die Stadt gibt es auch noch frei, ob das ins Stadtbild passt? Ja, ja, klar. Also da war es noch so, dass das irgendwie UNESCO-Weltkulturerbe ist, die Lübecker Altstadt. So, da gab es dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendwelche Detailanforderungen, weil daneben eine Kirche war und von oben, von der Kirche konnte man dann runtergucken aufs Hotel, deswegen sollte das von oben halt auch okay aussehen und nicht total bescheuert und es musste sich dann halt auch in diese Altstadt einfügen. So, also das ist eigentlich immer so. Also man kann nicht bauen wie man es will, sondern es muss ja alles genehmigt werden. Aha. Okay. Ja, also eigentlich ist das ja ein sehr vielfältiger Job, die Architektur. Das kann man, das hat viel mit Gestaltung zu tun. Natürlich, deswegen wollen das viele Leute machen so, aber es hat halt auch viel mit Technik zu tun, weil ein Haus muss halt nicht nur gut aussehen, sondern muss auch funktionieren. Und die beste Architektur ist eigentlich immer so, dass man sozusagen nicht erst komplett sich um die Gestaltung kümmert und nachher guckt, okay, wie kriegt man es gebaut? Weil dann wird es irgendwie friemelig und bastelig und nicht gut, sondern eigentlich am schönsten oder die besten Bauwerke entstehen eigentlich immer, wenn man sozusagen Technik und Gestaltung gleichzeitig denkt. Also dann entstehen so Gesamtkunstwerke ein Stück weit. Ah, dann macht ihr auch ein Team dann. Also wie viele arbeiten dann da an dem Hotel bei euch jetzt im Architekturbüro? Da waren wir ein kleines Team, aber man hat immer Fachplaner dabei, also ne, Statiker, dann gibt es für jedes Ding, es gibt Elektroplaner, die planen halt die ganze Elektrik, also es gibt für alles gibt's Fachplanungsbüros und der Architekt, der bündelt das alles sozusagen, der bringt das alles zusammen. Der ist für die Gesamtaufsicht zuständig quasi, aber die Fachplanungsbüros, die machen dann die Detailplanung. Also die. Gott sei Dank. Ja, genau. Also damit kann man sich auch nicht so richtig auskennen. Da gibt es dann Baubesprechungen oder so, wo man das dann zusammenbringen muss einfach. Was war denn so aus der Zeit so deine, ich sage jetzt mal so hochtrabend, deine wichtigste Lehre? Also so so die Erfahrungen, die du daraus mitgenommen hast, für heute vielleicht auch noch. Ja, die wichtigste Lehre, puh. Also, ich denke, dass heute, ich komme jetzt irgendwie aus einer anderen Richtung. Ich habe drei Kinder und die nerven mich manchmal zu Tode, weil die immer sagen, nein, ich will das so machen, wie ich es will. So, wie können das halt so machen? Und dann ist man als Erwachsener häufig, oder ich zumindest, leicht angenervt. So, weil ich sage, kann nee, ich gar nicht nachvollziehen. Nee, ne? Nee. Und ich denke immer so, ich sage jetzt, so wird es gemacht und dann wird das so gemacht. So. Und die haben da halt keinen Bock drauf, vor allem meine Tochter, die hat da gar keinen Bock drauf. Die will es immer so machen, wie sie es will. So. Und ein bisschen so bin ich aber auch. Also das merke ich dann jetzt im Rückblick, denke ich so, vielleicht sind meine Kinder deswegen so aufsässig und renitent, weil ich auch so aufsässig und renitent bin.
also als Erwachsener kann man es ja so ein bisschen besser kaschieren im Grunde so. Ja, man wird ruhiger. Ja, vielleicht nicht, aber man kann es besser überspielen. So. Und mich hat das schon immer angenervt, so mir sagen zu lassen, was ich machen soll. So. Und das ist natürlich da in der Architektur, wenn es dann um so viel Geld geht, das ist ja, das Bauen ist so irrsinnig teuer. So, da fängst du unter ein paar Millionen, fängst gar nicht an. So. Und dementsprechend sind halt auch so diese, ist diese Verantwortung auch so hoch. Ne? Wenn es klar ist, irgendwie nur einen ersten Spatenstich machen, das kostet alles schon Hunderttausende. So. Das ist einfach irrsinnig teuer. Und dementsprechend sind die Erwartungen so hoch und die Verantwortung ist so hoch und auch die Haftungsrisiken sind so hoch. Und ja, das war mir irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen zu viel. Also es war eher so eine Selbsterkenntnislehre, die du. Vielleicht jetzt erst im Rückblick, vielleicht übertreibe ich und damals war das nicht so der Fall. Was mich aber jetzt fällt mir ein, was mich damals tatsächlich genervt hat, ist so diese Langwierigkeit der Projekte. Also das hat sich über Jahre hingezogen. Teilweise haben wir später dann, habe ich als angestellter Architekt an Projekten gearbeitet, da habe ich schon 5 Jahre vorher als Student irgendwelche Studien zugemacht. Und dann wurde es mal wieder rausgekramt aus der Schublade, hat weiter dran gearbeitet. Das hat sich alles über Jahre hingezogen. So. Und das ist, fand ich total zermürbend. Wenn man dann jahrelang irgendwie sich immer morgens einen Rechner einschaltet und wieder ploppt irgendwie sozusagen der gleiche Plan auf und man zeichnet immer wieder alles um und über Jahre weg. Das fand ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich nervig. So. Ja. Dann bist du jetzt zu einer etwas schnell getakteteren Beruf, hast du dir dann ja, kurzlebig klingt negativ. Nee, ich meinte jetzt eher so schneller getaktet im Sinne von, man hat schneller was fertig. Ganz genau, also, ja. Eklatant schneller sogar. Wie bist du eigentlich, du musst glaube ich mal erklären, was das überhaupt ist, Letterpress-Druck. Ich glaube, das sagt schon. Letterpress ist ja eigentlich das englische Wort. Auf Deutsch heißt das Buchdruck. Und nur bei Buchdruck denken die Leute immer, druck Bücher. Und dabei drucke ich alles andere, sozusagen ich drucke alles Mögliche außer Bücher. So, und wenn man sagt, ich mache Buchdruck, dann sagen die Leute, ach ja, also Bücher habe ich jetzt gerade nicht zu drucken. Aber das heißt, das Druckverfahren ist wie Martin Luther, das stimmt natürlich nicht, sondern wie Gutenberg das Drucken erfunden hat. Ich sage aber auch aus irgendwelchen Gründen immer Luther. Wie Gutenberg. Nee, so wie Gutenberg das Drucken erfunden hat, also so mit beweglichen Bleilettern, sagt man ja so. Der hat das erfunden, dass man jeden einzelnen Buchstaben in Blei gießt und dann diese Buchstaben zu Wörtern zusammensetzt, zu Sätzen, zu ganzen Seiten. Und das ist ein Hochdruckverfahren. Das heißt sozusagen, alle Stellen, die hochstehen, wie beim Stempel, werden eingefärbt und drucken dann aufs Papier. Deswegen heißt es Hochdruck. Und auf Deutsch heißt es Buchdruck. Aber es hat sich sozusagen diese englische Bezeichnung so ein bisschen eingebürgert, Letterpress, auch hier in Deutschland. Weil man mit Buchdruck ist sozusagen der Fachbegriff, aber damit können die meisten Laien einfach nichts anfangen. Und du hast dir da so richtig alte Heidelberg-Maschinen dann angeschafft. Und wie bist du da dran gekommen? Wie kommt man an so eine Maschine überhaupt? Ja, total bescheuert. Also das wusste ich auch nicht. Also ich bin noch während ich als Architekt gearbeitet habe, bin ich immer zum Museum der Arbeit hier in Hamburg gegangen. Das ist kennt man hier in Hamburg, das ist so ein gewerkschaftliches Urgestein, glaube ich. Ich weiß es nicht so genau. Und da gibt es eine schöne Buchdruckwerkstatt. Und da kann man sich alles angucken. Da stehen auch so ein paar schöne, große, alte Maschinen. Und da gibt es eine richtig aktive Buchdruckwerkstatt. Da ist jeden Montagabend, glaube ich, so war das damals. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Sind da so alte Drucker und Schriftsetzer, stehen da rum und dann kann man mit denen da Sachen machen. Total, total schön. So, dann bin ich da jeden Montagabend irgendwie hin. Da hatte ich natürlich auch noch keine Kinder. Da kann man da noch von 6 bis 9 abends hingehen. Hab dazu geguckt einfach. So, und das ist natürlich super cool. Und dann dachte ich so, jetzt würde ich es gerne nochmal selber machen. Aber die lassen einen natürlich nicht an diese großen Druckmaschinen ran. So, die sind einfach gefährlich, groß,
wie auch immer. Da kann man nicht sagen, also jetzt war ich mal irgendwie 3 Monate jeden Montag hier, jetzt würde ich gerne auch mal selber drucken. Ja. Dann sagen die natürlich, nee, also da muss man aber mindestens 3 Jahre in die Lehre gehen oder so. Und dann dachte ich so, boah, nee, ey. Also mal davon abgesehen, dass ich... Das Thema langwierige Projekte. Ja, genau. Und ich, also so, die hatten halt auch mal so ein bisschen, die super nette alte Knacker waren das, so echt gute Typen so. Aber die hatten halt auch immer noch so diese Attitüde so, ja, also als Lehrling muss man ja erstmal, also du kannst bei uns in die Lehre gehen, aber die ersten 2 Jahre muss man erstmal auffegen und Kaffee machen, so ein bisschen so. Ne? Also die hatten natürlich keinen Bock, dass da jemand kommt und sagt so, ich möchte jetzt auch mal loslegen. Und dann dachte ich so, ah, ja. Ich habe nicht gesagt, ihr Penner, aber ich dachte so ein bisschen, ah, ihr Penner, jetzt kaufen wir selber eine Druckmaschine. So. Und genau, das habe ich dann gemacht. Das war aber auch gar nicht so leicht, weil so eine Druckmaschine, ich hatte keine Ahnung, wo man eine Druckmaschine herkriegt. Keinen blassen Schimmer, wo soll man eine Druckmaschine herkriegen. Ja. So. Und dann vor allem noch eine alte. Und dann habe ich, ich glaube, tatsächlich damals noch in den gelben Seiten, das gab es damals noch, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich im Internet geguckt irgendwie so und habe irgendwann spitz gekriegt, es gibt Druckmaschinenhändler. Klar, so, es gibt Druckmaschinenhändler, wo auch sonst, soll man eine Druckmaschine kaufen. Und die verkaufen halt auch, also Gebrauchtdruckmaschinenhändler, die verkaufen Gebrauchtdruckmaschinen so. Ich hatte aber auch keinen blassen Schimmer. So, ja, klar, ist logisch so. Aber bis ich da drauf gekommen bin, hat es irgendwie eine Weile gedauert. So. Und dann habe ich auch jemanden gefunden, und mit denen gesprochen so, und der war natürlich auch völlig perplex und meinte so, nee, kaufen Sie mal nicht so eine Riesenmaschine. Junger Mann, kaufen Sie sich mal irgendwie was, ein Stempelset zum Einsteigen erstmal so, oder ich weiß nicht. Und dachte so, nee, ich will aber, wenn dann will ich eine richtige haben so. Und dann habe ich das schon so mal mit dem angesprochen so, und der wollte mir dann auch eine verkaufen. Und das Problem ist, dass die Dinger halt einfach ultra schwer sind. Also die kleinen, die wiegen 1,3 Tonnen und das kann man sich halt auch nicht einfach so in die Wohnung stellen. Ne? Das kracht natürlich durch die Decke so. Und dann habe ich mich, also ich muss dazu sagen, ich habe dann meinen Job gekündigt, weil es sozusagen, es stand zur Debatte, dass meine Frau und ich dann ins Ausland gehen. Und das war sozusagen der Anlass, den Job zu kündigen. Ich hatte da keinen Bock mehr auf den Job, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig den Mut zu sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, sondern so, ah ja, sorry, wir gehen jetzt irgendwie 3 Jahre lang ins Ausland, ich muss jetzt leider meinen Job kündigen, so. So habe ich es gemacht. Und dann sind wir irgendwie nach Indien, haben da irgendwie ein paar Wohnungen schon angeguckt und dann aber in Indien festgestellt, das ist nichts für uns, so. Wie seid ihr überhaupt auf Indien gekommen? Und das war sozusagen über den Arbeitgeber meiner Frau. Da wäre das sozusagen 3 Jahre so, keine Ahnung, Auslandsarbeit gewesen. Ah. Und ich hätte da aber so als Hausmann nicht arbeiten dürfen. Und das war einer der Gründe, da hatte ich keinen Bock drauf. So. Und dann sind wir zurückgekommen aus Indien. Wir waren nur eine Woche da, so mal, ich weiß nicht, wie das hieß, Look and See, haben wir schon tatsächlich Wohnungen angeguckt und so weiter. Aber dann auf dem Rückflug von dieser Besichtigungstour dann überlegt so, oh nee, ey, Indien, das ist nix. Für uns zumindest. Ja. Und dann hatte ich aber diesen Job gekündigt. Und ich hätte da sofort wieder hingehen können, aber das wollte ich ja nicht. Und dann habe ich irgendwie auch meinem Chef gar nicht gesagt, dass ich nicht nach Indien bin. Sondern stattdessen habe ich mich dann auf die Suche nach einer Werkstatt gemacht. Weil wenn man so eine Maschine kaufen will, 1,3 Tonnen, dann braucht man halt irgendwie eine Ecke, wo man die hinstellen kann. Und das war eigentlich so zu Beginn das Schwierigste. Eine kleine, gute Werkstatt zu finden, wo man so ein Teil hinstellen kann. Und dann sollte es halt auch nicht irgendwie soll es nicht sonst wo weit draußen sein, sondern ich wollte es natürlich auch gerne irgendwo mitten in der Stadt haben. Und das war echt schwierig. Und dann habe ich aber nach ein paar Monaten Suche, ich bin mit dem Fahrrad einfach durch Hamburg gefahren, habe jeden einzelnen Hinterhof abgeklappert. Seitdem kenne ich Hamburgs Hinterhöfe sehr gut so. Und habe immer mit 1000 Leuten gesprochen, ob die nicht irgendwie eine kleine Stellfläche zu vergeben haben. Und dann habe ich aber mitten am Schlachthof da... wo jetzt das Knust ist in Hamburg, kennt ein Hamburger, habe ich eine mini kleine Werkstatt gefunden. Die war nur, ich weiß nicht genau, 10 Quadratmeter, noch nicht mal, glaube ich, kleiner, 8 Quadratmeter groß. Einfach nur so ein kleiner Raum für 150 Euro, glaube ich, im Monat Miete. Weil das durfte natürlich auch nicht zu viel sein. Ich konnte ja auch keine 2000 Euro Miete von 0 auf 100 zahlen. So. Und dann habe ich die Maschine gekauft und dann haben sie die da angeliefert und aufgebaut. Der Druckmaschinenhändler. Krass. Was hat eigentlich deine Familie eigentlich zu diesem... Weil ich meine, du warst ja fest angestellter Architekt. Also du hattest ja auch ein bisschen Geld verdient. Also dann fällt man ja erstmal relativ
tief, oder? Ja, also ich weiß gar nicht, meine Eltern, die haben sich irgendwie vornehm zurückgehalten. Das war nicht jetzt so, oh, jetzt haben wir dem Jungen die teure Ausbildung finanziert und jetzt sowas, haben die gar nicht gesagt. So, die haben sich da irgendwie, die fanden das, ich weiß nicht, wie sie es fanden, ehrlich gesagt. Die haben es aber nie mir Vorwürfe gemacht oder so, überhaupt nicht. Und meine Frau, wir waren damals schon verheiratet, die hat halt weiter in ihrem Beruf gearbeitet und die fand das irgendwie cool. Die meinte so, ja, probier das doch auch so. Ich meine, ich hätte ja sonst auch nach einem Jahr, es war ja eigentlich so ein, war einfach ein Experiment so. Ne? Ich meine, eine Druckmaschine kaufen und von Tuten und Blasen und vom Drucken vor allem keine Ahnung haben, ist natürlich auch ein Experiment so. Und aber wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, ob es geht oder nicht geht. Ja, schöne Zwischenbilanz. So. Ja, ich meine, ich hatte wirklich keine Ahnung. Ne? Ich hatte diese Maschine noch nie bedient und dann habe ich sie gekauft. Und die wurden dann so mit 2-3 Leuten kommen dann. Das ist ja nicht schwer, diese Maschinen. Und dann wird die so einen Tag lang aufgestellt. So, die kommt in Einzelteilen. Die musste dann auch noch zerlegt werden, um durch so eine Tür zu passen. Wow. Und dann haben die da, ich weiß, das war irgendwann im November oder Dezember, ich weiß es nicht mehr. Ziemlich genau vor 11 Jahren. Heute vor 11 Jahren. Irgendwie so. Plus, minus ein paar Wochen. Und die kamen dann da so und haben das Teil hingestellt. Und dann stand die Maschine da. Aber ich hatte die noch nie bedient. Das war halt irgendwie so, ja, und jetzt mal gucken. So. Und dann habe ich so angemacht, so läuft sie, okay, wieder ausgemacht. So. Und die Dinger sind eigentlich für eine Druckmaschine relativ simpel, aber für jemanden, der sowas noch nie bedient hat, sind die halt ultra komplex. Also, und dann habe ich einfach, dadurch, dass ich ja das dann sozusagen von Null auf Vollzeit gemacht habe, ich habe ja nichts anderes mehr gearbeitet. Ich habe es nicht als Hobby begonnen, sondern ich habe das dann schon gleich voll begonnen. Hatte ich halt auch Tage, also immer den ganzen Tag Zeit, das zu üben sozusagen und mir beizubringen. Und ja. Aber hast du keinen Kurs gemacht oder gibt es irgendwie sowas? Nee, das gab es damals nicht. Heute gibt es sowas eher, glaube ich. Museum der Arbeit nochmal nachgefragt? Ich glaube, da bin ich, ich weiß gar nicht, ob ich da dann noch parallel hingegangen bin, weil dann hatte ich ja meine eigene. Dann brauchte ich ja nicht mehr deren Maschinen angucken, dann konnte ich meine eigene angucken. Ja, da standen ja Leute daneben, die das können. Ja, ja, klar, genau. Ich habe vorher so 3 Monate lang oder so bin ich da hingegangen oder noch länger wahrscheinlich, eher ein halbes Jahr, oder ich weiß es nicht. Und habe das da versucht, mir abzugucken, so die Handgriffe. Nur das Problem ist halt auch immer, wenn man gar nicht genau weiß, worauf man achten muss beim Handgriff, dann kann man sich noch so sehr diese Handgriffe angucken. Man sieht sozusagen das, worauf es ankommt, sieht man immer nicht. Also das, aber... Was war das zum Beispiel? Das kann ich gar nicht so sagen. Ich weiß nur, dass ich anfangs, als ich angefangen habe zu drucken, das war so bevor dieser Letterpress, kennt man heute schon so, das ist so, ist ja jetzt irgendwie schon fast, also ist ja eigentlich Mainstream so, aber damals vor 11 Jahren war das ziemlich neu, so in Deutschland zumindest. Das haben nicht viele Leute gemacht. Und dann kamen immer mal Leute bei mir zu Besuch in die Werkstatt und wollten mal so gucken, was ich gemacht habe. Und ich hatte immer Angst, dass sie mir das abgucken können. So, ich hatte immer so, oh nein, jetzt habe ich mir das beigebracht und so. Und jetzt habe ich Angst, dass sie das kopieren wollen, dass sie es auch machen wollen. Was auch teilweise der Fall war. Und dann dachte ich immer so, das habe ich aber erst später verstanden, diese kleinen Kniffe und Handgriffe, die man machen muss, die so zum Handwerk dazugehören. Ich komme ja nicht aus dem Handwerk, so das wissen Handwerker, glaube ich. Da gibt es so halt so, man muss dann irgendwie so kleine, spezielle Sachen machen. Aber wenn man sich damit nicht auskennt, dann siehst du nicht, worauf du gucken musst und dann kannst du es auch nicht richtig abgucken. So, man muss es erklärt bekommen, glaube ich, solche Handgriffe. Aber ich habe mir so mehr oder minder, glaube ich, selbst erarbeitet. Krass. Aber also wie lange hast du dann dafür gebraucht eigentlich? Also bis du sowas dann drauf hattest? Und du meintest, jemand hat dir das tatsächlich abgeguckt? Nee, weiß ich nicht. Ich hatte aber so, also das so in den ersten Jahren immer Leute, die dann gemerkt haben, oh, Letterpress ist irgendwie, es interessiert mich auch. Und gesagt haben, so, ja, ich würde mal gern vorbeikommen, so als Kunde sich ausgegeben haben und später waren die dann quasi so Mitbewerber. So. Ja. Aber genau, also heute bin ich da auch total lässig mit so. Damals hat mich das angenervt, glaube ich, eher so. Passiert ja in der Gastro, glaube ich, oft. Ja? Ja, also dass dann Kunden irgendwann Mitbewerber werden, ich glaube, das ist da, glaube ich, relativ... Ja, garantiert. Ist ja auch nicht schlimm. Also mittlerweile bin ich da viel lässiger mit. Damals hat mich das angenervt, ehrlich gesagt. So. Naja.
Ja, und wie hast du damit dann Geld verdient tatsächlich? Also das Merkwürdige ist, das ging relativ schnell. Also so, ich weiß auch gar nicht mehr, wem ich das alles erzählt habe oder so. Und ich war damals auch dann irgendwann, als ich das dann so das erste Mal, den ersten Bogen heil durch die Maschine gekriegt habe, so, weil es ist so dieser Papiertransport, man hat so einen Papierstapel auf der einen Seite in der Maschine und dann wird dieser Papierbogen oder Kartonbogen oder was auch immer, wird dann gegriffen, in die Maschine gezogen, dann wird gedruckt und dann ausgelegt. So wie eigentlich wie beim Kopierer. So, ne? Ja. Und, aber bis sie das erste Mal überhaupt einen Papierbogen heil durch die Maschine gekriegt hatte, waren schon Wochen vergangen. So. Weil es gar nicht so leicht ist. So. Mittlerweile ist es natürlich leicht so. Aber damals, wenn man so wirklich keine Peilung hatte, war es irgendwie kompliziert. Und dann habe ich aber relativ schnell angefangen, Sachen zu drucken. Und war da auch total von überzeugt, dass es total geil ist. Und die Leute habe ich dann offensichtlich damit angesteckt oder so. Und die fanden es auch total geil. So, heute, wenn ich mir jetzt dann diese Sachen so aus den ersten Tagen angucke, denke ich mir so, boah, also so geil war das damals dann noch nicht. Aber das wusste damals ja niemand. Und ich hatte auch keinen Vergleich. So. Ich habe dann einfach Leute gefunden, die irgendwelche Sachen bei mir haben drucken lassen. Hey, ich kann das ja selber auch nachvollziehen. Also ich hatte... Das liegt aber, glaube ich, auch an der Zeit, dass man gerade wieder so ein bisschen den Kontrast zu dem ganzen Display-Gewische hat. Also wenn man da über so ein gutes Papier in der Hand hat, das klingt schon, man klingt automatisch wie so ein Opa, aber es ist, aber es ist wirklich so. Also dieses, man streicht so über die Buchstaben und man spürt sie, ist dann doch nochmal immer was anderes. Ja, klar, also das macht natürlich irgendwie so diesen Letterpress-Druck aus, dass es irgendwie so genau das Gegenteil ist zu dem, zu allem, was man sonst so in der Hand hält oder irgendwie was man anguckt auf dem Display. So, natürlich ist das irgendwie so oldschool und wertig und Haptik und so, das kommt da alles drin zusammen. So. Du hast es relativ viele Hochzeitspaare, nehme ich mal an. Ja, genau. Damit habe ich angefangen. So, ne? Also ich habe immer in die USA geschielt, da kam sozusagen dieses Letterpress-Revival her. Hier in Deutschland, da ist irgendwann sind diese Buchdruckereien alle den Bach runtergegangen, weil es hier super tolle, moderne Druckmaschinen gab oder gibt. Kommen alle aus Deutschland, die Druckmaschinen sozusagen. Oder der Weltmarktführer für Druckmaschinen, so Heidelberg, der sitzt in Deutschland. Und deswegen haben hier die Druckereien in Deutschland immer die neueste Technik und deswegen wurde Buchdruck relativ früh aussortiert. Einfach irgendwann 70er, 80er Jahre wurde es aussortiert. Und in den USA, da haben die immer einfach noch so weitergedruckt auf den Buchdruckmaschinen. Da wird heute auch noch, glaube ich, gibt es einfach kleine Druckereien, die drucken dann irgendwelche Kassenzettel oder so, Quittungsbögen mit ihren Buchdruckmaschinen. So. Und da gab es dann aber irgendwann in den 90er Jahren dieses Letterpress Revival und da habe ich immer hingeschielt. Heidelberg gibt es auch immer noch, ne? Ja, klar. Denen geht es nicht gut. So. Heidelberg, ich weiß, das ist eine Riesenfirma, die bauen diese riesen Druckmaschinen. Aber der ganze Druck geht den Bach runter, glaube ich. So, ne? Also Druckmaschinen und Druck und so, das ist alles... Also Digitaldruck oder so geht auch immer noch ganz gut, oder? Ja, Offsetdruck auch. So, aber das ist halt viel, viel weniger geworden. Ich komme ja nicht aus dieser Branche, aber wenn ich so mit Leuten spreche, die Drucker gelernt haben oder in Druckereien gearbeitet haben, also die haben mir immer erzählt, früher gab es in jedem zweiten Hinterhof oder so gab es eine Druckerei, so eine kleine Druckerei und jeder ist da immer hingegangen, hat sich irgendwelche Sachen drucken lassen, die Geschäfte, Büros haben da ihre Briefbögen machen lassen, Kassenzettel, was auch immer, Privatleute haben da Sachen drucken lassen und das gibt es ja so gar nicht mehr. Plus die großen Druckereien, die machen auch alle dicht oder gehen mit anderen großen Druckereien zusammen. Also Druck an sich stirbt irgendwie aus, so. Es wird natürlich immer irgendwie was da bleiben so und ich denke immer, ich habe den Vorteil, dass mein Druckverfahren, sozusagen dieser Buchdruck, der ist ja schon ausgestorben so und nochmal aussterben wird er nicht. So. Aber es ist natürlich auch eine Mini-Nische. Ja, das ist jetzt halt, du hast sehr kleine Auflagen, dann aber auch sehr, sehr hochwertig. Ne? Ja, genau. Ein bisschen wie Vinyl. Ja, genau. Also Ich habe jetzt zu Vinyl keine Verbindung, aber es ist genau so. Ne? Also weg von diesem Streaming sonst wie hin zu... Ich baue jetzt eine Platte auf. Genau, was in die Hand nehmen, was irgendwie Schönes, Schweres, Teures, weiß ich nicht. Und ist das leicht mit den ganzen Hochzeitspaaren? Also ich habe ganz, ganz viel Hochzeitssachen. Ich bin auch zu Messen gegangen. Daher kamen dann auch die Kunden so. Ich bin zu so Hochzeitsmessen gegangen, habe da voll, also für meine Verhältnisse voll aufwendige
coole Messestände gemacht. Die fielen immer raus aus diesem ganzen Hochzeits-Shishi, weil ich irgendwie keine Lust hatte auf irgendwie rosa Tüll und so. Bei mir war es eher immer so straighter 60s-Look so. Aber es ist gut angekommen. Und da habe ich tatsächlich richtig viel Hochzeitsdrucksachen gemacht. Und das war dann auch sozusagen, das war für mich so der Weg, da in dieses Geschäft reinzukommen. Und heute mache ich eigentlich gar nicht mehr so viele Hochzeitsdrucksachen. Also, weil ich mich so aus diesem Markt so ein bisschen zurückgenommen habe, weil es sehr aufwendig ist einfach. Also, es ist sehr schön mit den Hochzeitspaaren, aber auch sehr arbeitsaufwendig. Echt? Warum? Ja, man muss ja mit denen sozusagen diese ganze Gestaltung abstimmen, in zig Terminen sozusagen. Und dann ist es auch einfach nicht so gut bezahlt wie Geschäftsdrucksachen. Ach, Tatsache, das hätte ich nämlich jetzt gedacht. Ja, naja. Bei einer Hochzeit? Ja, genau. Also Privatleute nehmen eigentlich kaum Geld in die Hand für Drucksachen, außer bei Hochzeiten, kann man so sagen. Und ich habe auch immer noch Hochzeitskunden und ich mache es total gerne. Es ist super angenehm, weil es sind halt eigentlich, die freuen sich wie Hulle, die freuen sich auf ihre Hochzeit, die wollen irgendwie was Schönes machen, sie wollen sich irgendwie einen schönen Tag machen. Ist doch klar, also es ist ein sehr, sehr schöner Job, so, aber ich mache es einfach gar nicht mehr so viel. Ja, ja. Hast du eigentlich aus deiner Erfahrung als Architekt noch was mitgenommen, was dir jetzt beim Drucken hilft? Naja, also ich mache teilweise die Gestaltung, wobei man muss sagen, die meisten Architekten sind miese Grafiker. So. Ich mache teilweise die Gestaltung, aber ich bin ja auch kein Grafiker. So. Aber was ich hauptsächlich mitgenommen habe, ist, also was habe ich aber auch erst so im Rückblick erkannt, dass für mich immer so die Architektur, was ich vorhin auch meinte, das ist eigentlich immer so ein Zusammenspiel aus Technik und Gestaltung. So. Und das ist heute eigentlich immer noch so. Also dieses Drucken, da interessiert mich natürlich die Gestaltung, aber auch diese Technik, so die Drucktechnik und wie man das dann hinkriegt und die alten Maschinen, die ich da habe. Und das ist eigentlich sozusagen, das ist für mich das verbindende Element, dass man irgendwie Technik benutzt, um eine Gestaltung zu erzeugen. Und dass die Technik auch nicht unter den Tisch fällt. So. Oder das ist zumindest auch einer der Teilbereiche, der mich besonders interessiert. Hast du die Technik dann eigentlich in der Druckerei? Und du hast ja jetzt auch mehrere Maschinen, ne? Ja. Warum? Also haben die, was haben die so für verschiedene... Hauptsächlich, weil die Dinger so schön sind. Also und weil ich mittlerweile Platz habe. Ich habe nicht mehr meine 8 Quadratmeter Werkstatt. So. Ich bin zweimal umgezogen und jetzt seit ein paar Jahren bin ich halt in einer größeren Werkstatt und habe den Platz. Und dann kann man sich die Dinger halt hinstellen. So. Das ist wie so ein bisschen wie eine Oldtimer-Sammlung. So. Und die können halt alle das Gleiche im Grunde, so, nur in unterschiedlichen Größen vielleicht. So. Ja. Aber es ist halt. Ja, es ist irgendwie eine nette Umgebung. Ne? Also wenn du irgendwie, ich bin ja den ganzen Tag, jeden Tag so. Und wenn man dann diese großen Maschinen um sich hat, das ist schon, also ich finde das super schön einfach so. Ja. Teilst du das eigentlich mit deiner Frau dann auf oder wie? Oder habt ihr das so beide Vollzeit und oder? Beide Teilzeit eigentlich. Beide Teilzeit? Genau, beide Teilzeit. Also sie arbeitet Teilzeit, sie ist festangestellt so und ich arbeite Teilzeit als sozusagen ne, frei oder wie auch immer selbstständig. Wir teilen uns das auf. Also wir haben 3 Kinder, da weißt du selber, so ja. Mit Kindern, da hat man immer eben zu tun so und irgendjemand muss immer zum Kindergarten, zur Schule, wie auch immer. So und wir teilen uns das auf. Wie war dann die Selbstständigkeit eigentlich? Nochmal so, also wenn du kommst ja aus der Festanstellung Richtung Selbstständigkeit, war da, wie war das? Ach, also ich fand das eigentlich irgendwie, ich könnte mir nie wieder vorstellen, angestellt zu arbeiten. Also das, ich glaube, das haben wahrscheinlich alle Leute, die dann irgendwann so, ab einem gewissen Alter, wenn man dann selbstständig ist, dann könnte man sich ja nicht wieder anstellen lassen. So, glaube ich, ich weiß es nicht. Also mich zieht da nichts hin in die Festanstellung, ehrlich gesagt. Das Einzige, also weil diese Freiheit als Selbstständiger ist natürlich super. Aber Das Einzige, was nervt, ist halt so dieser Bürokratieaufwand, den man dann erledigen muss, wobei ich muss auch sagen, ich bin da immer extrem von angenervt, aber wenn ich mir das objektiv betrachte, ist das schon eigentlich gar nicht so viel, der Bürokratieaufwand. Was ich ja gemerkt habe, ist, dass ich, als ich gezwungen war, mich damit zu beschäftigen, dass es eigentlich so für mich ganz gesund war. Also ich hatte ein völlig ganz anderes Verhältnis zu meinem mir und Geld, so, weil ich halt jeden Monat dazu gezwungen bin, mich da meine Umsatzsteuer zusammen zu puzzeln. Ja. Und dann ist es halt auch nicht so schlimm. So als Festangestellter hast du dann irgendwie so alle 1-2 Jahre dann diesen Riesenwust und der erschlägt dich dann halt auch immer.
Ja, ich genauso wie du es erzählst, nehme ich mir das auch immer vor. So, und ich habe das alles voll unter Kontrolle und jeden Monat setze ich mich hin. Das habe ich nicht gesagt, es ist nur besser. Bei mir ist immer so, oh Gott, schon wieder irgendwie unter Strafandrohung, die Steuererklärung muss her. Der Steuerberater steht auf dem Dach. Ja. Also, ja. Nee, also grundsätzlich bringt mir das auch, anfangs hatte ich total keinen Spaß daran, Rechnungen zu schreiben. Ich habe immer irgendwie meine Jobs gemacht und war total froh und glücklich, wenn dann alles fertig war und der Kunde das gekriegt hat und glücklich war. Und dann war das für mich abgeschlossen. So. Und dann so, ach Mist, ja, muss auch noch die Rechnung stellen. So. Und dann irgendwie zig Wochen, Monate. Ja, das denke ich heute auch. Weiß ich auch nicht. Da habe ich irgendwie auch ein besseres Verhältnis. Genau, heute denke ich auch immer so, Rechnung stellen, super. Ja, das bringt Spaß irgendwie so. Und das hat mir aber anfangs nicht so Spaß gemacht, ich weiß auch nicht. Deswegen, da habe ich schon auch irgendwie so ein besseres Verhältnis zur Buchhaltung bekommen, was den Part dann betrifft. Gerade du kannst dir doch noch schicke Rechnungen designen, das ist ja... Ja, so. Komme ich aber nicht, ich komme da immer nicht so richtig zu. Also ich hab schon einen Briefbogen, der jetzt nicht so schlecht aussieht, so. Aber so, ja, mir mal so was richtig Schickes zu drucken, da komme ich immer nicht so richtig zu. Was war denn eigentlich so aus dieser ganzen Druckerzeit so eine gute, gibt es da so eine Anekdote, so das Beste der letzten Jahre, seit du es machst? Oh, puh. Spontan? Nee, fällt mir jetzt nichts zu ein. Also es ist tatsächlich das Beste an diesem Job ist, glaube ich. Also das kann man über jeden Job dann irgendwie sagen, aber so für mich ist, ich komme irgendwie morgens, ne, fahre ich in meine eigene Werkstatt. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon mal da, das ist ja irgendwie so ein luftiger, schöner Raum irgendwie so. Komm da hin, stehen dann meine Maschinen irgendwie entspannt vor sich hin. Erstmal Musik anmachen und irgendwie so dieses sozusagen selbstfrei arbeiten können. So. Und dann auch wieder das, was ich vorhin meinte, so einfach auch so diese eigene Renitenz ausleben, immer zu denken oder denken zu können, mir kann niemand was so. Ich mache irgendwie meinen eigenen Kram hier und das ist schon diese Freiheit, das ist für mich eigentlich so das... Das Schönste. Und plus dran, ich mache ja auch irgendwie richtig schöne Sachen. Also nicht jetzt, ich denke mir nicht immer alles aus, was ich drucke, so im Gegenteil. Das meiste kommt ja von Agenturen, von Grafikern. Aber da habe ich ja dann auch sozusagen im Gegensatz zu früher als Architekt das Glück, dass die Leute, die zu mir kommen und bei mir was drucken lassen, meistens sind das schöne Sachen. Das ist, der kommt ja niemand und lässt irgendwie eine hässliche Broschüre bei mir drucken, sondern meistens sind das irgendwie schön gestaltete, aufwendige, noch nicht mal aufwendig, aber einfach schön gestaltete Teile, die ich dann herstelle und am Ende sind alle froh und glücklich. So. Und das ist irgendwie schön. Und als Architekt war das halt nicht so. Da war es nicht so, wir bauen jetzt eine Villa am Elbhang, was Kleines, Feines. Das gibt es auch, aber es ist natürlich irgendwie so die Mini-Ausnahme. Und beim Druck ist es wahrscheinlich auch die Mini-Ausnahme, nur habe ich jetzt das Glück, dass ich jetzt diese Mini-Ausnahme, dass ich die halt mache, diese schönen, kleinen, feinen Sachen. So. Sehr schön, ne? Ja, das ist gut. Wenn du jetzt zurückschaust so auf alle Erfahrungen, die du so gemacht hast und du hast jetzt, es gibt so Leute, die spielen auch schon länger mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen oder irgendwie das zu machen, worauf sie halt Bock haben oder in eine Firma zu gehen, auf die sie Lust haben. Was würdest du denen so als großen Rat fürs Leben? Oh Gott. Einfach machen. Nee, also... Das kommt oft, ja. Ja, das ist natürlich auch ein bescheuerter Rat, so, nee. Aber er ist aber auch so wahr, ne? Also das muss man, im Leben sowieso viel häufiger machen, als man es macht, einfach machen, so. Bin ich sonst gar nicht so gut drin, glaube ich. Aber diesem einen Mal hat es hingehauen, so. Und natürlich hilft es auch, wenn man, das denke ich jedes Mal, wenn man klein anfängt im Grunde, also einerseits klein anfangen, aber mit voll Power, aber vielleicht so finanziell klein anfangen. Das ist jetzt nicht so, oh Gott, jetzt habe ich mich groß verschuldet, 200.000 Euro Schulden. So, und wenn das alles nach einem Jahr sich rausstellt, das läuft alles nicht, dann ist man irgendwie unglücklich für den Rest des Lebens. Sondern wenn man irgendwie das so ein bisschen klein hält, aber mit voller eigener Power rangeht, die kostet ja erstmal nichts, so. Dann ist es eigentlich, oder so habe ich das für mich empfunden und so denke ich es heute auch noch, wenn ich irgendwie so mich umgucke, was Leute irgendwie neu machen. Meistens ist es, glaube ich, erfolgreich, wenn man das erstmal so ein bisschen günstig hält, mit voll Power rangeht und da richtig Bock drauf hat, dann ist es, glaube ich, irgendwie ganz cool. Super. Das ist Gerrit, toll. Also ich freue mich gerade total, dass ich dich so ein bisschen überredet habe, diese Folge hier mitzumachen, weil du warst ja gar nicht so sicher, ob du... meintest du so ganz nett, dass du, ob das interessant genug wäre? Ich glaube, ich fand es mega interessant. Freut mich, dass du da warst. Danke. Ja, sehr gerne. Das war Queraussteiger für heute.
Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also, bis nächste Woche.